Wir holen uns als erstes mal die Schaufel. So, dann holen wir uns als nächstes hier. Ja. Was gibt's eigentlich hier zu buddeln? Weg des Helden führt am Schwert vorbei. Aha. Ich habe auch schon mal ein Item gesehen. Das nehmen wir uns auch noch mit. Das Lava-Schmuckstück. Okay, das Lava-Stück befreit uns von der Lava. Beliebig oft. Und nun? Gibt's einen Hinweis? Oha. Ein Abgrund. Hier mal was Neues. Die Probe von außerirdischen symbiotischen Parasiten gelangte schnell in den Körper von Teufel Junior und verwandelte sich in einen schwarzen Anzug. Venom. Wer wohl? Wurde wohl hier gerade nicht genannt, aber außerirdischer symbiotischer Parasit, der einen schwarzen Anzug bildet. Ja, wer wohl? Einen schwarzen Anzug. Teufel Junior fand das so cool und rannte schnell nach Hause, um sich im Spiegel anzusehen. Magen- und Darmparasiten. In der 89. Yay. Wir sind Venom. Teufel erwartete, dass er mit diesem Anzug irgendwelche Superkräfte erlangen würde. Aber das Einzige, was er bekam, war schwerer Alien-Durchfall. Zumindest hatte der Anzug seine Größe. Pseudo-Venom, also. Tja. Abkürzung. Ah, jetzt können wir das auch so einnutzen. Das Nutzen da macht jetzt Sinn. Schaufel brauchen wir halt, um hier durchzukommen. Sind wir auch leicht genug, da hoch zu schwingen. Dann könnten wir auch das Ending nochmal haben, wenn wir da angegangen wären. Gegen den Mimik hilft das nicht viel, das Schild, aber gegen den Dunklen wird's, Lord wird's helfen.
in dem Plan wird es geworden. Ja, ganz genau. Das ist sehr schön. Leicht genug sind wir. Echte Prinzessin retten. Du hast Mut. In der Tat. Ich weiß auch, wie wir hier rauskommen. Einmal nach links, bitte. Einfach zum dunklen Nord. Sollte, wenn er wusste, dass diesmal vorbereitet war, er nahm seinen Heldenschild heraus, um sie Mordis Mutter zu stellen. Kräfte des Schildes wehrten den Angriff ab und nein, der Schild wurde einfach in zwei Hälften geteilt. Sieh dir nur diese Größe dieses Schwerts an. Was hast du dir dabei gedacht, Pseudo-Venom? Streng dich mehr an. Ende 90. Tja. Bei Ende 90 sind wir schon 7 Monate später. Vielleicht schaffen wir noch ein bisschen was. Zeit hätte ich, glaube ich, heute noch. Ende 91 haben wir auf jeden Fall noch einen Hinweis. Pseudo-Venom war mit der Qualität des Schildes überhaupt nicht zufrieden. Deshalb besuchte er die Website des Anbieters und veröffentlichte eine 1-Stern-Bewertung. So ein knallharter Held. Ja, 96 haben wir schon. Okay, was haben wir hier für Skins? Ein Weihnachtsmann haben wir. Auch können wir mal wieder Hugo spielen. Das wäre auch mal nicht schlecht. Der gute hat Hugo. Mein Held. Ist so schwer, das darf natürlich nicht fehlen. So Hinweis. Oh, 91, 92, 95 können wir mindestens hier am Hinweise. Die Wüste zu durchqueren kann Spaß machen. Ah, okay. Ich dachte, da waren wir schon zu Genüge und... Okay, holen wir uns nochmal Zeugs. Geht Hugo nochmal durch die Wüste. Holen wir uns 4 Zeugs. Das Huhn zum Beispiel. Können wir damit was anfangen. Nehmen wir diesmal das Huhn mit. Hugo und das Huhn. Zwischen. Hier lang. Das war ja die Überraschung des Teams heute. So viel Adams tragen können. Wüsste euch, ich bringe keinen Spaß mehr. Okay.
und dann ab nochmal durch die Wüste. Ups, hier, oh verdammt. Nochmal durch die, was? Ständig springen ist nicht die klügste Art, eine Wüste zu durchqueren. Hugo wurde müde, fiel zu Boden und wurde von Skorpionen und Geiern gefressen. Spring herum. In 1500. Yep. Spaß in der Wüste. 7,51% aller Helden. Ein Zauberer belebte Hugo wieder und deportierte ihn zurück zu seinem Haus. Das ist anders. Ja, das ist passiert. Das Schreiben von 100 originellen und ansprechenden Introtexten ist keine leichte Aufgabe, weißt du. Ja. Oh. Hugo sieht anders aus. Hinweis haben wir noch. Der Schöne und das Biest. Jupp. Hier hoch, Prinzessin holen. Das übliche Ding. Heldenalltag. Ja, schon wieder die Prinzessin retten. Jetzt weißt du, wie sich Mario fühlt. Das ist hier links. Ungesehen vom dunklen Fürst. Nicht vergessen, wir haben kein Schwert mit. So durch den Wasserfall durch. Nein, nein, nein. Wen haben wir denn hier? Es war anders geplant, aber vielleicht ging was jetzt auch so hin. Da ging was so hin. Das ist immer noch der tote Held. Nein! Wo soll ich denn hier rauskommen? Achso. Ja, hier gab's einen. Dieser Ort stinkt. Aber nicht so wie du. Danke. Ah ja, und jetzt können wir hier runter. Sicher, dass dieses der richtige Weg ist. Ganz sicher. Drache, ich hab was für dich. Oh, ein Hinweis. Es ist der Drache und die Prinzessin, sich sahen. Wussten sie, dass sie zusammen sein sollten. Sie näherten sich langsam und wurden eins.
durch Verdauung. Erstes Date. 92 von 100. Yay. 2 Tage später. Hugo wurde wegen der Fütterung der Tiere festgenommen und einige Tage später freigelassen. Er hatte Glück, dass sie nicht herausfanden, welche Art von Essen er verwendete. 96. Einweichen. Passt das Ganze zu Hugo? Können wir es doch mal machen. Das geht das ganz schnell. Welche Abmoderation währenddessen noch machen? Gehen wir mal baden. Versuchen wir es mal. Na, passiert was? Muss man ein bisschen warten, damit. Ich wusste es. Hugo konnte seinen Atem länger als 10 Minuten anhalten. Und das Wasser war ziemlich kalt. Hugos Körpertemperatur sank rapide. Und so hält er froh schnell. In der 95. Ah, schön. Am selben Tag. Der Drache rettete Hugo aus Langeweile und brachte ihn nach Hause. Der Bösewicht braucht einen Feind, damit sein Leben einen Sinn hat. Oh, habe ich gesagt, dass Hugo im letzten Ende tot war? Nun, er war fast tot, nur ein bisschen blau. Oh, blauer Hugo!